Die einzige Information, die wir haben, ist, dass es dieses Virus gibt. Punkt. I don't feel safe and I don't think most people do. All these things have come out in the last couple of months when it's been a problem for years. Das Thema Virus, gerade im Nordosten von Brasilien, ist ja überhaupt nicht unbekannt. Fortaleza und dann eben Richtung Amazonas weiter ist ja eine Dengue-Hochburg, also dieses Dengue-Fieber, was eben auch vom exakt dem gleichen Moskito übertragen wird. Und das hatte ich mir auch schon mal eingefangen. Also das ist auch eine sehr heftige Geschichte, kann ich nicht weiterempfehlen. Most people started really talking and paying attention to it by the end of last year. By December, everybody was really worried, and some people I know, some of my acquaintances had already been affected directly by the sickness. Mas esse contribuição esse problema em Brasília, then because the Zika virus comes in blood, dois Aedes aegypti, the mosquito. Mich als Mann, sage ich jetzt mal, betrifft es in dem Sinne ja nicht so. Denn selbst wenn mich so ein Moskito beißt mit dem Zika-Virus, dann hat es ja keine unmittelbaren Auswirkungen auf mich. Kritischer würde ich das Thema vermutlich sehen, wenn ich eine Frau im gebärfähigen Alter wäre. It's not such a widespread problem in Rio. I mean, there are cases, there are plenty of cases, plenty of problems. But it's not a huge thing as yet. But I do have a couple of friends out in Hostel at the moment who are pregnant. In fact, one of them's in hospital giving birth right now. I saw a message from her yesterday saying she was still in hospital. So you know, every time that happens, obviously everyone's a little concerned and a bit worried about that. One of my best friends thought she was pregnant, and I know she really wanted a baby. She has wanted a baby for some time, but she was terrified, you know, and she was like, I've been sick, I've been having these symptoms, like I wanted it so much, but now I don't want it at all. We have a huge problem mit der Diagnose, denn sie handeln hier mit der Geschichte von der Mikrocephalie als ein Zeichen, wo man dann nach Zika-Virus gucken soll. Aber Mikrocephalie ist einer von den Konsequenzen. Große Konsequenzen kann es geben in den Augen. Und eine andere Sache, die passieren kann, ist, dass die Artikulation angegriffen werden, und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Babys mental sehr große Schwierigkeiten haben. I think it's a very typical Brazilian attitude, is that they can be very aware of a problem, but that doesn't mean they react to it and get all panicked about it. I think in terms of the Zika virus, they kind of know it's there, but they go about their day-to-day business as if it wasn't, because there are some things you can affect and there are some things you can't. And as you can see with the political situation, they're obviously doing everything they can to affect change there. But with Zika, you know, they have to just be determined and carry on and think, you know, we've got to do our best to get through this. So the fall is starting, and soon there will be winter.
Our winter is not cold. It's actually quite hot and there's more water. People are getting much more worried about the epidemic because in winter, it's not as if the mosquitoes are going to die because of the temperature. The whole environment is going to be better for it to reproduce. Die einzige Information, die wir haben, ist, dass es dieses Virus gibt. Punkt. Da ich eben mit dem Thema Moskito, also auch da, wo wir das Hostel haben, da kannst du ja gar nichts machen. Das ist ein Kleinstwesen. Da kannst du die Chemiekeule auspacken. Wir sind hier im Refugio Hostel Fortaleza und das ist eine unserer Methoden, um uns vor den Insekten, vor dem Moskito und dem Zika-Virus zu schützen. Das heißt, wir installieren Insektennetze, die man dann über die Betten spannen kann. Und auch hier haben wir dann noch im Eck die Geheimwaffe, der berühmte Tennisschläger, nicht von Boris Becker, aber gegen Moskitos. I think Zika is just another one of those things. It's an annoyance, it's an irritation, it's a problem. We, as an organization, have tried to do something about it. We have sent over a whole load of mosquito nets and have got some of our volunteers to go around and put these mosquito nets up in the homes of women we know who've recently become pregnant. So that's a little bit we're trying to do. Einmal im Monat packen wir dann auch die Chemiekeule aus. Und das geht dann so. Wir haben da dieses Mittel, von dem ich eigentlich nicht wirklich wissen will, was eigentlich alles drin ist. Aber der Händler hat mir gesagt, das sei das Allerbeste gegen alle Arten von Ungeziefer und eben auch gegen die Mücke, die vermutlich das Zika-Virus überträgt. So, also, das ist jetzt meine Schutzkleidung, Hut, Gasmaske, Brille, Handschuhe. Und damit werde ich jetzt hier mit dem Insektenschutzmittel durchgehen, durch das Hostel. Ich kann jetzt wenigstens versuchen, ein paar Netze aufzustellen. Ich kann mir dieses Mittel leisten, um jeden Monat da durchzurennen und alles auszuräuchern. Ich kann das alles. Aber hier gibt es so viele Leute, die haben ja gerade mal ein Dach über dem Kopf mit 1000 Löchern in der Wand, wo Moskitos rein und rausfliegen. Die haben doch überhaupt keine Chance, sich zu schützen. Also es ist ja auch nur wieder mal für einen gewissen Bevölkerungsanteil von den Maßnahmen, die jetzt bekannt gegeben worden sind, wie man sich schützen kann. Aber die meisten können es ja gar nicht, rein aus finanziellen Gründen nicht. Die Leute, die reich sind und zu der privaten Medizin kommen können, die fragen, ob sie jetzt schwanger werden sollen oder warten, bis sie schwanger werden, in ein paar Monaten. Was ich meinen Privatpatienten sage, ist, dass es wahrscheinlich, wenn sie jung sind, besser ist, ein paar Monate zu warten. One of the things in Hosnia that I was pretty impressed with is the healthcare. I got a free healthcare clinic, which is open 24 hours a day, 7 days a week, and you just walk in and you can get treated and it's all free. We're a very big country. I live in the poorest region of the country. There are definitely lots of people who would need more support. It's complicated, you know, because the government is trying to encourage people not to leave open bottles of water places open, but there isn't basic sanitary conditions. There aren't basic sanitary conditions for some of these people, you know. Also hier war ja vor 3 Wochen ungefähr, ist ja auch in der deutschen Presse
breit gekocht worden, dass 220.000 Soldaten durch Brasilien durchmarschieren, die Leute informieren, um gegen Zika-Virus zu kämpfen. Das ist richtig, die waren auch bei uns. Also ganz, ganz junge Typen, die eigentlich vom Leben und von nichts eine Ahnung haben, um eben aufzuklären, was man machen kann, damit man so einer Mücke eben die Möglichkeiten nimmt, sich übermäßig zu verbreiten. Das ist ja eben so, dass die Leute nicht gerade aufpassen, wo sie ihren Müll hinschmeißen hier in Brasilien. Da wird alles irgendwo im Garten auch stehen gelassen oder im Hinterhof. Da sammelt sich dann Wasser. Bei den Temperaturen hier, also wir haben ständig zwischen 25 und 30 Grad, erwärmt sich natürlich auch dieses Wasser sehr schnell und das ist das Paradies für diese Mücke da. Ne? Die legen dann ihre Eier ab und dann wird es gleich potenziert. The government has been taking action on some specific areas, wherever it's possible, but I think the biggest support people would need is still not good enough. It's good to see them, you know, getting involved and trying to drive some agenda. So I guess that's to be congratulated. But at the same time, you know, was it too little, too late? I am glad that finally the media and, say, the World Health Organization are really taking notice of it, because, you know, it's a bit shocking to think that it took 2 years and then suddenly there's just panic about this deathly virus that's going to affect the Olympics and it's going to, you know, cause problems for all these families for the rest of their lives. And now they think that, you know, it's not very treatable and that it can also be sexually transmitted as well as through the mosquitoes. You know, all these things have come out in the last couple of months when it's been a problem for years. So again, that's kind of a good thing and a bad thing. It's a shame that it's taken so long, but it is good that at least now there's obviously a lot of resources going in to try and figure out how to stop it. Das muss man der Regierung, der Stadtverwaltung zugutehalten. Durch das Thema Dengue gab es schon immer diese Aufklärung. Also da sind schon immer, sage ich jetzt mal, alle 2-3 Monate Leute vorbeigekommen in jedem Haus, um aufzuklären, was man eben nicht macht oder machen sollte, damit dieser Virus oder dieses Insekt sich verbreiten kann. Also die Aufklärung ist schon relativ hoch, dadurch, dass es Dengue schon immer gab. Und da ändert sich jetzt durch Zika nicht allzu viel. I don't feel safe, and I don't think most people do. Even though there are people, professionals going from house to house to help. My mother's a pediatrician, and sometimes she goes to work, and there are 50 women where there should be 20, and they have to try to do something. They cannot leave people unassisted, but at the same time, there is no structure, there is no space, there is no material. Well, I think the government need to sort out their own problems before they can start thinking about that. I think it's good that something like the World Health Organization is getting so heavily involved because, yeah, Brazil has another focus at the moment. Also Brasilien hat unglaublich viele Probleme schon immer gehabt und die haben deutlich größere Probleme als das Zika-Virus und allen voran ist es ein Gesundheitssystem, was zum Teil nicht existent ist und da, wo es existiert, funktioniert es nicht richtig. Das ist ein Land, das so viele soziale Probleme hat. Große Armut, viele Leute, die nicht lesen und nicht schreiben können, jetzt Probleme nicht nur mit Zika-Virus, aber auch mit anderen Krankheiten, dass wir so viel Geld in die Olympiade reinstecken und eine große Armut haben. Das kommt in meinen Kopf nicht rein. Wenn die Leute nach Rio kommen,
werden Sie sehen, wie viel Armut wir da haben. What I think is that the projects are going on and being developed as smoothly as possible. I mean, they are probably going to consider the epidemic, but I haven't heard of any change in the plans for the Olympics at all. I think originally everyone was very worried about the effect of Zika on the Olympics, but I wonder if that's kind of faded a little bit because people have all other concerns about the Olympics other than just Zika. The state of a lot of the facilities in preparation for the Olympics, they're not ready. I mean, the prime example for me is the lake where they're meant to be having a lot of the sailing and the rowing and that kind of thing. And it's so poisoned, you know, that all of the fish have died and people out there at the moment have stopped rowing on it. People don't go out on that lake anymore. So how are they going to deal with that? Whenever we talk about Zika virus or the Olympics or any other thing in Brazil, politics is going to come in the way, and there are going to be people talking about conspiration theories, about corruption, about you being a right-wing or left-wing person and not being able to think by yourself. Letztendlich ist hier so viel Geld verschleppt worden und auch jetzt wieder bei den Olympischen Spielen, was in irgendwelchen Taschen landet, wo es nicht hingehört. Also Brasilien hat ganz andere Probleme zu lösen, zum Beispiel Zika-Virus. Bildung, Gesundheit, und da muss ich keine Fußballstadien bauen und meinen, ich kann jetzt hier Olympische Spiele veranstalten. Und das sind halt die wirklich wichtigen Probleme und nicht eine Fußball-WM wie 2014 oder wie jetzt die Olympischen Spiele. Also das passt alles irgendwie nicht zusammen. Wenn ich dann aber wieder einen Bericht sehe, dass also in manchen Schulen die Schüler sogar auf dem Boden sitzen müssen, weil nicht mal Geld da ist für Stühle und Tische, dann verstehe ich das einfach nicht. Und viele Brasilianer verstehen es eben auch nicht mehr. I think Zika, people were worried about it. The Olympians were certainly worried about it, and I think there's been mixed reaction to that. I've seen some people pull out of the Olympics because of it, and others say, well, you know, that's where we are going to compete, and I will take the precautions, and you know, that's all I can do.